Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of Soulguard. Hatte überlegt, zwar gar nicht mehr weiter zu spielen, denn offscreen, also off Recording, außerhalb der Aufnahme spiele ich es auch nicht mehr. Einfach aus dem Grund, diese ständig sich wiederholenden gleichen Tätigkeiten, die gehen mir voll auf die Nerven, ja. Deswegen spiele ich es auf dem Handy gar nicht mehr. Ich habe es doch, glaube ich, deinstalliert. Genau das gleiche wie mit Warfriends. Ist beides runter. Ich dachte mir, wir nehmen noch eine Folge auf. Einfach die Kampagne noch ein bisschen weiter zu spielen. Genau, so Schatzhöhlen im Kopfgeld habe ich alles seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Aus der Gilde werde ich dann auch demnächst austreten, sobald ich noch ganz kurz mal meine Kiste mitgenommen habe. Oh, ich habe gar kein Gold mehr dafür. Gar keine Punkte. Na gut. Mitglieder, wie viel haben wir denn? 20 und 20, na dann werde ich auf jeden Fall hier gleich mal rausgehen. Einfach aus dem Grund, dass sie ja keine Leiche drin brauchen. Na? So, Kampagne machen wir mal weiter. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Ich wollte einfach mal gucken, wie meine Einheiten noch so abschneiden. Na, vielleicht machen wir noch 2, 3 Folgen, schauen wir mal. Auf jeden Fall kämpfen wir hier gegen ein unvergessliches Mal. Wir haben, glaube ich, auch nichts, womit wir unsere Sammlung verbessern können, unsere Einheiten. Ja, ja, doch, hier haben wir die Raubpfote. Die können wir einmal verbessern. Einmal entweder ein Zinkbonus oder eine Blockchance auf 5% dazu. Ich glaube, ich nehme die Blockchance mit. Ja, ich glaube, das finde ich praktischer. Oh, Stufe 4 ist ja schon Maximum, mehr geht da halt nicht. Hier können wir... Ach, der Nachtwirker ist gar nicht in meinem Team. Hauer ist, muss noch freigeschaltet werden. Das ist alles Stufe 4. Und, ah, hier komme ich noch. Ah, 2000 grüner Staub. Blech. Ich habe 1666. Ist halt seltene Kreatur, ne? Das ist ein bisschen teurer. Okay. Dann schauen wir uns doch einfach mal die 55. Mission an. Und werden den Gegner selbstverständlich auch damit easy killen mit meinem Team. Ich habe einen richtig fetten Power Spike bekommen gehabt damals, als ich halt irgendwie 2 Wochen lang immer am Handy das gespielt hatte. Da muss man ja noch ein bisschen was bekommen, ne? Will ich mal hoffen. Bam. Schau mal, 38 Leben haben die Gegner. Ja, wen haben wir da? Ja, zack. Und, ja, ungünstig. Na gut. Oh, wunderbar, nur noch 3 Schaden, aber er kriegt wahrscheinlich jede Runde irgendwie 5 dazu. Schauen wir mal. Okay, ein Hauer. Neue Einheiten. Oh, schade. Schade, schade. Alles sehr suboptimal. Ich komme hier an den Roten nicht ran. Ich kann hier höchstens einen Dreier könnt hier machen. So, 8-8. Oh, die haben noch einen Katapult. 2 Katapulte. Na, easy going. Ah, die greifen nächste Runde schon an, mal. 8-8. Puh, okay. Ich brauche neue Einheiten. Gerade da drüben brauche ich neue. Alles Grütze. Lass wir da mal hier stehen. Batsch! 8 Damage. Oh. Okay, jetzt greift das Katapult erst an. Wunderbar. Das heißt, er kann angreifen. Er ist leider... Na verdammt, ich mache kein Damage. Ah, bedauerlich. Die sind unsichtbar, die Viecher. Und an dem komme ich nicht vorbei. Mache kein Damage in der Runde. Das ist okay. Ach, guck mal, die haben sogar nur in die zweite Reihe angegriffen. Die erste Reihe haben sie gar nicht angegriffen. Sehr cool. Bäm, den noch ein bisschen gestärkt. Batsch! Oh, da kommt sie wieder. Zack. Zack. Und damit dürfte es das gewesen sein. Na, wir haben auf jeden Fall noch ziemlich viel Damage. Definitiv. Das heißt, wir kommen doch noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, ne? Hier hat 5 Kämpfe jeden Tag spielen, dann Schatz. Geld, Kopfgeld, Truhen öffnen. Diese Truhen habe ich auch noch nicht aufgemacht, aber das will ich, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich unbedingt weiterspielen werde jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Aber es kann ja sein, dass ich irgendwann wieder Lust bekomme. Ein Felshühne ist aber leider so eine Götze, ne? Der ist halt irgendwie nicht sinnvoll. Also sowas wie halt Tumphühne und so weiter. Ich weiß gar nicht, wofür die benutzt werden, ehrlich gesagt. Irgendwie kann ich mit denen nicht wirklich was anfangen. Wir können jetzt gleich mal die beiden Kisten mitnehmen. Die kosten nur alle 4 Stunden. Schade, dass man nur 2 Kisten sammeln kann. Und das nicht unendlich weiterläuft. Dass ich dann ein paar 1000 Kisten aufmachen kann. Wäre da cool, oder? Soll man nicht so geizig sein, die Entwickler. Und faszinierenderweise setzt sich die Treustufe gar nicht zurück, ne? Die bleibt tatsächlich auf dem Stand, wo sie ist. Ich dachte, wenn man irgendwie mal das unterbricht oder so, dann würde man wieder zurückfahren. Aber das Einzige, wo man zurückfährt, ist, glaube ich, das hier, ne? Wenn man hier nicht weitermacht, dass man hier von den letzten quasi wieder auf das erste fallen könnte. Oh, das war einfach die Aktualisierung, dass es einfach so lange dauert, dass ich einfach so lange nicht online war. Cool, cool, auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts Sinnvolles drin gewesen. Okay, auf geht's, auf zu 56. Ein Sack Knochen. Okay, wir haben wieder ein bisschen giftig hier. Zwei große. Und zwar ein kleiner. Patsch! Na. Ups. Lass mal da stehen. 10 Damage macht der. Das heißt, wir müssen den mal ein bisschen pushen hier. Damit er nicht so viel Damage rankommt. Und ein paar neue Einheiten spawnen. Zack, zack. Umgerannt. sieht alles sehr schlecht aus, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Können den derzeit ein bisschen schwächen. Aber können ihn sogar töten, ist natürlich auch sehr geil. So, ein bisschen Damage machen, dann ein paar neue Einheiten spawnen. Okay, Mitte kriege ich einen Damage, rechts kriege ich keinen Damage, okay, und links kriege ich 3 Damage. Alles klärchen. Sieht total scheiße aus alles, ne? Oh, wunderbar, kombiniert, kombiniert. Wusch. Rot? Ah, nice. Guck mal an, 3 Einheiten gemacht. Super, super schick. Das wäre sehr gut gewesen. So, machen wir den hier weg. Spawnen wir hier einen hin. Es wird sich noch eine Runde, bleibt er gestunt. Da kommt ein Hauer hin, sehr schön. Und wir können leider nichts mehr machen. Aber haben schon gewonnen, easy going. Ja, kommen wir wieder leicht durch, ne? Aber wie gesagt, wir hatten ja auch einen fetten Power Spike gehabt damals. Kettenreaktion. Na, schauen wir mal, was hier in dieser Mission so schönes auf uns wartet. Na, Katapulte, 2 riesige Viecher. Uncool, auf jeden Fall. Können das Katapult kaputt machen, oder sollten das Katapult kaputt machen. Okay. Fünf Damage ist klar. Wow. Ich wollte das. Oh Gott. Kannst du jetzt sehen, die kriegen jede Runde 5 Damage dazu, alles klar. Oh, da haben wir wieder ein Damage dazu, oder 2 sogar.
Gut, 2020 und ich bin tot. Ne, bin ich nicht. Wir haben nämlich wahnsinnig viele Verteidiger, ne, wahnsinnig viele Barrieren. Der bleibt mal noch eine Runde gestunt. Bitte, danke. Der vielleicht auch noch? Nice. Das, ich weiß ja nicht, ob das so praktisch war. na gut, ich habe die auf jeden Fall ein bisschen... Ach, guck mal, die laden gar nicht mehr auf, wenn sie gestunt wurden. Das ist natürlich sehr cool. Der macht nur noch 3 Damage, kommt da also nicht mehr durch. Man müsste Einheiten tauschen können, das wäre ziemlich nice. In der Hoffnung... Ach, schade. Falsch gehofft, falsch gehofft. Ach, guck mal, die... Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich habe da den roten genommen, oder nicht? Manchmal habe ich das... Batsch, batsch. So. Dann machen wir den auf jeden Fall schon mal down. Ein bisschen Damage machen wir noch. Bam, der Falsche. Du kannst durchaus mal den Rechten angreifen, du Opf. Naja, ein bisschen Damage auf jeden Fall machen. Die kommt auf jeden Fall durch. Allerdings nur mit 2 Damage. Die bleiben auf dem Schaden. What? What? Ich müsste die mal töten, ne? Wer ist denn damit? Ich dachte, die verschwinden nach einer Runde, aber nö. Die bleiben. Ich kann... Ich muss mich halt konzentrieren auf einen. Ich kann nicht beide gleichzeitig angreifen. Aber wenn ich die jetzt nicht angreife, dann tötet die mich. Ach, ist das behindert, Alter. Naja, verloren. Gegen die komme ich nicht mehr an. Das ist... Das wird nichts mehr, denke ich. Müsste den mal töten, irgendwie. Aber die kriegen ja jede Runde 10 Schaden dazu insgesamt, ihr Fuck. So, greifst du den an? Ganz links, ganz links? Achso, ich kann auch gar nicht bezaubern. Danke. Der ist dann, die ist dann schon mindestens mal tot. Zumindest schon mal tot. Hm? Ja, muss natürlich wissen, dass die nicht verschwinden, ne? Dass man sie besiegen sollte. Ah, ich hätte einen großen machen sollen. Das hätte ich schaffen können. Die spawnen anscheinend nicht mehr nach, ne? Batsch! Nächste Runde ist sie down. Okay, sie ist jetzt schon down. Okay, dann kommt der wieder. Augen auf! Roar. Ah, wunderbar, ist gewonnen. GG. Heftiger Kampf. Batsch, batsch, batsch. Zack. 20.000 Damage. Ach. War ein harter Gegner. Okay. Cool, cool. Haben wir noch genug Energie, um
noch eine Folge zu überbrücken? Ja, können wir machen, wa? Ich würde sagen, ich nehme gleich noch eine Folge auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Legend of Solgaard. Bis dahin, ciao, ciao.